Eine neue Woche mit Hallo Deutschland. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ja, seit knapp 3 Wochen fehlt jede Spur von ihr. Gerda B., eine sehr wohlhabende Galeristin aus Ostfriesland. Eine Woche nach ihrem Verschwinden wurde ihr Auto gefunden. Von ihr aber kein Lebenszeichen. Jetzt wurde ein Mann festgenommen, der etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnte. Zunächst ist nicht klar, wieso der Lkw-Fahrer auf einer Brücke im Saarland durch die Mittelleitplanke bricht und auf die Gegenfahrbahn gerät. Dort rammt er insgesamt 4 entgegenkommende Autos. Aber als die Polizisten am Unfallort ankommen, merken sie sofort, der Lkw-Fahrer ist offensichtlich gar nicht fahrtüchtig. 2 Polizisten in Köln wurden am Abend Augenzeugen einer furchtbaren Szene. Während ihrer Streife am Hauptbahnhof bemerken sie plötzlich ein Feuer in einer Unterführung. Und als sie näher kommen, sehen sie, das, was da brennt, ist ein Mensch. Jetzt ermittelt die Kripo. Die meisten Einbrüche passieren zwischen Oktober und Dezember, also jetzt. Auch Red Thiemich aus Oschersleben und seine Frau mussten das jetzt am eigenen Leib erfahren. Ihr komplettes Haus wurde verwüstet. Private Sachen wurden durchwühlt, Schmuck wurde geklaut und die dreisten Diebe haben sogar ihr Auto mitgehen lassen. Aber es gibt Hoffnung, denn möglicherweise gibt es ganz gute Bilder der Täter. Tja, unglaublich, ein Schaden von knapp 50.000 Euro. Hoffentlich werden die Täter gefasst. Ziemlich kostbar auch dieses Vorhaben. Pures Gold in Hamburg, liebe Zuschauer. Und zwar mitten auf der Straße. In einem der ärmsten Viertel der Hansestadt soll jetzt diese Wohnhausfront vergoldet werden. Kosten 85.000 Euro. Finanziert mit Steuergeldern. Unglaublich. Viel diskutiert wird auch in Ihrem Job. Mario Müller und Felix Oevermann sind Detektive. Und zwar Unfalldetektive. Das heißt, sie klären bei Verkehrsunfällen unter anderem die Schuldfrage. Und wer schon mal einen Unfall hatte, der weiß, diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn Schuld ist doch meist der andere, oder? Endlich, der Sommer beginnt. Die Temperaturen steigen, man kann wieder baden gehen. Ach toll, der November. Also nicht hierzulande, sondern in Südafrika. Da beginnt jetzt gerade nämlich der Sommer. Und dorthin entführen wir sie jetzt. Denn da kann es so schön sein, dass so mancher Deutschland komplett den Rücken gekehrt hat. Ach ja, schön. Zurück in die Realität oder sowas Ähnliches. Glauben Sie, liebe Zuschauer, an Übersinnliches? Wahrsagen, Karten legen, vielleicht sogar Geister? Die Mehrheit der Deutschen schon. Und genau deshalb haben wir unsere blond nachgefragt Reporterin Konstanze Polaschek quasi als Versuchskaninchen auf die Esoterikmesse geschickt. Und dort passiert etwas, was einer erfahrenen Wahrsagerin in mehr als 30 Jahren noch nie passiert ist. Mysteriös. Autsch, ja, da hatte Konstanzes Schutzengel wieder viel zu tun. Es geht ja aber wieder gut, liebe Zuschauer. Auch er musste jetzt erfahren, dass das Leben nicht nur rosige Seiten bereithält. Dackel Emil. Er landet plötzlich im Dunkeln, ohne Essen und kann sich kaum noch bewegen. Nicht gerade eine schöne Situation. Aber so ein bisschen hat sich Emil das auch selbst eingebrockt. Ja, und bevor wir von Hallo Deutschland nach Hause düsen, zeigen wir Ihnen noch das Naturschauspiel, das uns heute Abend erwartet. Den Supermond. So nah an der Erde war der Mond zuletzt vor knapp 70 Jahren. Und heute wird er in einigen Teilen Deutschlands wieder besonders groß und hell zu sehen sein. Denn heute ist nicht nur der erdnäheste Tag, sondern auch noch Vollmond. Gestern konnte man schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Und heute stehen die Chancen, das Himmelsspektakel zu sehen, leider für Deutschland nicht ganz so gut. Nur in Sachsen, Brandenburg und Ostbayern haben Sie freie Sicht. Also schauen Sie mal aus dem Fenster, vielleicht haben Sie ja Glück. Den nächsten Supervollmond gibt es nämlich erst im Jahr 2034. Auf uns müssen Sie nicht so lange warten. Wir sind morgen schon wieder da mit Hallo Deutschland. Und jetzt steht Karen Webb bereit im hell erleuchteten Leute-Heute-Studio. Nach nur einem Spot geht's los. Tschüss, haben Sie eine schöne